So, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3 Blizzard Mountain. Heute geht es zum vorletzten Auto, was ich im Blizzard Mountain Let's Play fahren werde. Und zwar ist das der RJ Anderson. Warte, wie heißt der? 2016er RJ Anderson, Nummer 37 Polaris RZR, sehe ich das richtig? Rockstar Energy Pro 2 Trophy Truck. Den wird man mal auf die noch mal wieder ein bisschen fahren, hoffentlich auch mal ein paar mehr Rennen fahren. Was ich in der letzten Folge ein wenig vernachlässigt habe. Aber erstmal tun wir ein bisschen was. Es gehen nur bei der Kategorie nur Rennbremsen. Also Federung geht nicht mehr. Gewichtsreduktion auch nicht mehr. Okay, das war zu erwarten. Wie doch nur 1,7 Tonnen. Das geht eigentlich sogar. Finde ich jetzt. Für die Leistung und dieses Riesenteil nur 1,7 Tonnen. Das finde ich jetzt eigentlich ganz in Ordnung. So. Ich bin nebenbei auch schon mal Level 405. Also ich habe wieder ein bisschen gespielt. Ein ganz kleines bisschen. So, Motor-Tuning werden wir natürlich nicht machen. Weil der Wagen hat schon 634 kW. Das sind. Weiß ich, 850 PS, ich weiß es nicht jetzt, auf jeden Fall über 800 PS, das reicht. Aus dem 7,2 Liter wahrscheinlich V8. Das ist abartig. Aber es gibt ein Renngetriebe, finde ich gut. Weil der Wagen hat, wie ich ihn schon mal gefahren bin, nur 3 Gänge. Das ist ein bisschen wenig. Habe ich so gehört. So könnten andere Wechsel, könnten auch Allrad anbauen, was wir aber diesmal, glaube ich, nicht machen werden. Könnten auch einen Turbo einbauen, aber es würde noch weniger bringen. Der bringt, Alter, ja, knapp 800 kW. Kann man machen, aber machen wir auf keinen Fall. So, bei den Reifen finde ich bin ich prinzipiell gut. Von 305er vorne können wir gehen auf. Ach komm, scheiß drauf. Da wird total bekloppt, ist eigentlich aber gut. So, hinten gehen noch ein bisschen mehr, glaube ich sogar. 345er, 355er. Oh ja, 365er. Die sehen sogar gar nicht mal so breit aus, finde ich jetzt. Also bei diesem Auto, ne, bei dem Toffee Truck, 365er. Das sieht jetzt gar nicht mal. Sieht irgendwie so normal aus. Aber so ein echt, Alter, die Reifenbreite, das ist. Holy shit. So, das sind 17 Zöller. Wir könnten gehen auf 21er, was aber nicht so gut aussieht. Ich würde sagen, 19er sehen da deutlich besser aus. Ja, 19er gehen, klar. 19er Beschleunigung, das ist echt ordentlich. Also, wir können das auch mal Gutschein kaufen. Ja, das ist aber ziemlich unnötig. Macht, glaube ich, sowieso keiner im Spiel Sachen mit Gutschein kaufen. Ich würde gerne wissen, welche Leute sich in diesem Spiel mit Gutscheinen und welche Autos oder Upgrades kaufen. Das ist totaler Schwachsinn eigentlich. Aber wenn das jemand macht, muss sich anscheinend lohnen, dass sowas reingebracht wurde. Naja. Gibt es denn hier tolle Renndesigns? Okay. Ah, ganz viele Christmas Designs hier. Ach du Scheiße. Das normale Design ist ja auch schon ziemlich mit Pac-Man. Ich suche einfach mal wieder nach Rennen und Original. Ich kann auch bei dem Wagen keine Designs. Ich kann den Wagen sogar, bevor er ins Spiel reinkam, überhaupt gar nicht. Ich wusste nicht mal, wie heutige Toffee Trucks aussehen, aber anscheinend ziemlich geil. Was ändert? Oh Gott, Energy. Mein Gott. Auf keinen Fall. Ein G-Ready Design. Was Motze sieht gar nicht mal so kacke aus, nur die Felgenfarbe, die ist, naja, gewöhnungsbedürftig. Das sieht gut aus irgendwie. Irgendwie gefällt mir das. Von The Wall 331. Das hat auch was, das Design, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das hat irgendwie was. Mit Flammen. Aber es sieht auch in anderen Farben ganz toll aus. Das war gar irgendwie. Das hat was, oder? CRR, ich weiß nicht, wofür das steht, aber das sieht irgendwie cool aus. Ach du Scheiße. Ach, Bull gibt es ja auch. Naja. Nitro. Haben wir jetzt so ein Flammdesign oder das andere, was da war? Warte, zwar war das. Da, genau das hier. Oder mit Flammen. Ich kann mal Flames eingeben bei Suche. So. Mal gucken, was er da findet. Ich habe da oben nebenbei 120 Sterne, also wieder, glaube ich, noch ein, vielleicht sogar ein paar mehr als letztes Mal. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, bei Flames gibt es zwei, also ja. Haben nämlich beide keine Flames, das ist super. Ich habe wieder die Events, wo wir nur 2 Sterne hatten, habe ich wieder auf 3 Sterne gemacht. Das so, sag mal, das sieht auch lustig aus, ne?
mit Pac-Man, das sieht lustig aus. Weiß auch nicht warum. Aber die Idee ist auch lustig, also wirklich. Wer kommt auf diese Idee, auf einen Trophy Truck ein Pac-Man aufzumachen? Muss dann entweder irgendwas genommen haben oder man ist einfach so bekloppt. Das ist aber auch bei vielen Designs so, wenn da welche tiefer gelegten SUVs sind oder so, bin ich mega krass tiefer gelegt, mit den dicksten Felgen auf der Welt. Nee, am besten noch bei Kleinwagen. Sieht manchmal richtig bescheuert aus, aber gut. So, das Design steht hier. MTC HBX. Sagt mir jetzt nichts. So, Pac-Man natürlich. Toyota, okay, die Marke kenne ich. Dann ein etwas aggressiverer Pac-Man. So ein bisschen aggressiv. Hinten auch Pac-Man, der gleiche. Und an der Seite auch. Aber, warte mal, ich guck mal kurz, ob es richtig ist. Sogar richtig auf der anderen Seite gemacht. Also, es ist nicht spiegelverkehrt, es ist doch richtig so, wie es ist. Würde ich mal sagen, gehen wir hier raus aus dem ganzen Ding. Oh, das kann was. Es ist echt komplett bescheuert, auf dem Wagen sowas drauf zu machen, aber gut. Ich meine, so wie Pac-Man guckt, also so wie der Wagen wahrscheinlich hier sich fahren wird, das ist aber auch kein Wunder. Natürlich werden wir erstmal. Achso, was gibt's hier wieder für Belohnungen? Bestimmt wieder, genau, das übliche. Im Rivalen 6 Stück. Achso, ist das wegen meiner Dings oder wie? Rivalen-Empfehlung. Sowas könnten wir auch mal machen, oder? Ein Kultklassiker zwischen australischen Farmen und Schleichwegen. Was haben wir hier? Achso. Da war jemand besser als ich beim Ding. Das ist aber auch relativ egal. Bla bla. Und noch mehr bla. Habe ich noch ein Wheelstone übrig für euch? Ne, habe ich leider nicht. Habe ich leider schon alle schon eingelöst. Ich war wieder etwas zu gierig mit dem Geld. Deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Geld als sonst. 6,7 Millionen kann man ja mal machen. Wenn wir irgendwas kaufen, vielleicht noch mehr Geld zu kriegen. Doppelter Quetzal ein bisschen Fanrennen. Das würde ich sagen, nehmen wir mal. Wenn wir genug Punkte, also können wir auch die mal ausgeben. Knapp 300 Punkte, gut. Ganz vorne starten ist auch ne, gut und okay, wir sind in der Meisterschaft, bla bla bla. Na gut, mit dem Dreifach EP für den nächsten Rennen machen wir auch mal. Ja, man kann sich ja sonst nichts. Ich wollte auch hier schön ein bisschen Cash bekommen und ich wollte erstmal den Wagen tunen. Erstmal Fehler sind wahrscheinlich ganz hoch. Okay, machen wir erst hoch. Ich meine, so 35 cm, das ist eigentlich viel, aber jetzt, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Gut, das lassen wir alles so weich, wie es ist. Bremsfähig, was sagt der? Oh, ach Gottchen. Naja. Okay, das lassen wir eigentlich so, aber Übersetzung, die muss lang werden. Das ist ganz einfach. Wir brauchen ein wirklich langes Getriebe. Weil der Wagen hat unglaublich viel Wheels drin. Vor allem auf Eis oder Schnee, das ist der absolute Wahnsinn. Das langes Getriebe doch ein wenig besser. So, mal gucken, wie der Wagen sich jetzt so fahren lässt. Der Sound, ja. Wie zu erwarten. Aber was ich mal sagen muss, ich war kurz vom Festival weg. Muss der Sound noch ein wenig klarer ist. So, wir dachten, die ganze Geräusche hier sind, mich ein bisschen stören. Weil, was ich nämlich sagen muss, wenn man sich jetzt mal den Sound anhört, der Wagen hat sich irgendwie an, wie zum Beispiel wie die C-Klasse aus Horizon 2. Also der C69 AMG Black Series. Das ist wirklich wie ein Mercedes war auch da, zumindest in den Forza-Spielen. Oder zumindest wie in Horizon 2. Ist ja auch nicht schlimm. Aber nur so ein bisschen. Natürlich ist es auch ein eigener, einständiger Sound, aber das kann an so gewisse Erinnerungen dabei. So, das Getriebe lange noch, ich hoffe mal. Und ja, es ist stürmisch wie Sau, man sieht nichts. Was sagt unser Topspeed jetzt mittlerweile? Der müsste ja höher sein als beim normalen Trophy Truck, weil der hat ja nur 3 Gänge. Der dritte Gang geht ja nur bis 250, deswegen war da auch Schluss bei der Geschwindigkeit. Aber jetzt schafft er. Oh!
Sauber. Über 92 mit dem Toffee-Truck, das ist schon nicht mehr gesund. Gut, was haben wir hier noch? Ein Grip-Rennen, das könnten wir theoretisch mal machen. Ist ja auf normalen Straßen, deswegen passt das eigentlich. Ist ja ein Wagen, wo der, ist ja ein Rennen, wo der Wagen Grip haben sollte und der Grip haben könnte, als auf anderen Strecken. Das nicht, dass der Wagen automatisch viel Grip hat, das ist ja leider nicht. Man ist halt ein Toffee-Truck, die haben halt meistens, so wie ich das kenne, richtig dicke Leistung. Und Heckantrieb und ja, damit auch meistens dicke Wheels drin. Dennoch hier auf Schnee zu fahren, das ist, glaube ich, jetzt die schlauste Idee. Aber ist auch nicht schlecht. Kann man auch mal machen. Oh Gott. Warte, muss ich was gucken, ob ich das wieder umgestellt habe. Ja, stimmt alles wieder. Ich habe auch gestern einige Erfolge noch gemacht im Spiel. Einfach so machen kann, ohne hier irgendwie in der Story weiter voranzuschreiten. Dafür habe ich mir auch die Schwierigkeit runtergeschraubt, weil es halt einfacher ist und schneller geht. So. Wir brauchen 8 Seitenstreifer-Fähigkeiten. Das könnte lustig werden. Aber ich will mal kurz das Wetter ändern. Weil das passt mir nicht ganz mit Blizzard. Abend ist cool, da habe ich nichts gegen, aber ich würde sagen, wir belassen es einfach mal bei bedeckt. Weil ich muss jetzt nicht hier im größten Schneesturm der Welt das hier machen. Das tut jetzt nicht Not. Auch nicht mit dem Wagen auf der Strecke. Weil Wagen ist, glaube ich, für solche Rundkurse nicht ganz so gut geeignet. Aber es ist Forza, ja. Also, wie ist es immer? Also, da ist der Baldwin. Der Dings hier, der Bartok. Bola. Das wird schwer, glaube ich. So. Das hätten ja alle sonst auch mit, also der Bola fährt mit, der Wartok, der Baldwin, der Fachmann, also der alte Toffee-Tok aus dem DLC, der Rally Fighter und der Ford Ranger T6. Also harte Konkurrenz haben wir. Das kann schwer werden. Sagen, erster werden ist das Ziel. Ja, der Bola hat Allrad, deswegen. Ja. Deswegen sieht er jetzt am Start so mega weg. Nicht nur der Bola hat Allrad, auch hier der Ford hat Allrad. Also der Ford Ranger, das Halo-Ding hat Allrad. Ja, was hat denn hier noch alles Allrad? Gute Frage. Jetzt eigentlich nicht mehr so viel, aber schon genug. Oh, der hat sogar gar nicht mal so wenig Grip, der Wagen. Das geht noch eigentlich ganz gut klar. Mal gesehen. Geht klar. Das ist aber tatsächlich relativ angenehm fahren, na gut, ich meine bei der Leistung, dafür wird sich der Wagen echt super. Das ist so eine riesen Maschine da ist. Mit über 7 Liter Hub und das ist ja echt mega viel. Das ist auch nicht so viel wie eine Viper oder wie ein V-Raw, aber ich meine 7,2 Liter. Das ist schon. Auf jeden Fall kein Downsizing, auch kein Turbo-Motor, ist ja klar. Da wäre glaube ich auch ein bisschen schlimm gewesen. Wenn selbst solche Autos schon Turbos haben müssen. Das schade, dass es in der Formel 1, dass es da Turbos gibt. Ich meine, ist ja auch schon seit Jahren so. Ist ja nicht erst seit diesem Jahr. Ist aber trotzdem schade. Weil wirklich dieser richtig geile Sound von Formel 1 Wagen verloren geht. Zum größten Teil. Und die fahren Motoren. Ich meine, das sind 1,6 Liter Turbomotoren. Das kann auch meine Mutter in ihrem Kleinwagen haben. Aber nee, das haben halt Formel 1 Wagen. Der Bola, geh weg. Geht dann schneller, schaffen wir wahrscheinlich nicht. Das ist aber auch wie gesagt nicht mein Ziel. Ich will erstmal Erster werden. Das ist nicht so einfach mit dem Wagen. Ich habe bedeckt eingestellt, aber was ist? Er schneit wieder. Wirklich. Das geht so nicht. Also mal so ein Rennen auch mal mit halbwegs gutem Wetter fahren. Aber Gott, er hört uns nicht. Oder der Wettergott oder weiß ich, wer das alles da macht. Auf jeden Fall nicht die Natur, ja. Das geht ja gar nicht. Das ist unmöglich. Allein wir wurden nicht erhört. Und ja, ich habe abgekürzt, habe ich auch selber mitbekommen. Der Bola ist nicht auf den Fersen oder nicht in der Bola. Wir dürfen quasi keine Sekunde hier schlafen oder uns ausruhen. Alter, wieso muss es jetzt so mega schneien? Oh, wieso muss ich die Kurve so scheiße fahren? Alter, das macht es nicht gerade leichter.
dem Wetter. Oder war gerade am zweiten Gang Grip? Ey, das wundert mich. Und der zweite Gang gar nicht mal so lang ist. Verhältnismäßig. Ja, der sind echt schon mega lang, aber jetzt so. Das geht eigentlich. Das sind 140, 150 oder 160. Ich weiß nicht genau, wie lang der Gang geht. Der da Grip hat, das ist ganz in Ordnung. Das Wetter wird besser. Ich find's so gut. Oder? Ja. Wird deutlich besser. Man sieht auch deutlich mehr. So kleiner Nachteil von dem Blizzard, du siehst halt nichts. Das ist halt schon eine Sichtweite, aber die ist halt nicht gerade hilfreich. Wenn du danach 50 Meter weit gucken kannst, oder wenn überhaupt. Je nach bei der Geschwindigkeiten und danach, wenn du da solche Kurven fahren musst, das wird man echt, glaube ich, nicht machen. Und gewonnen. Sogar relativ gut und auch eine halbwegs gute Rundenzeit rausgefahren. Mit einer 1,8er war das, glaube ich. Ja, 1,8. Ich bin auch der Einzige bis jetzt unter 1,10. Was hoffentlich so bleiben wird. So, jetzt sind beide müssen noch das Ziel fahren. Im Baldwin. Okay, wir werden keine bessere Rundenzeit haben. Ja, doch, das eine unter 1,10, der letzte. Warte. Ist ein 1,6 gefahren? Sehe ich das richtig? Oder ist das eine 1,8? Ich kann es gerade so schlecht erkennen. Wartet mal kurz. Na, 1,6? 1,33? Nicht schlecht. Ich habe gerade auf meinen Aufnahmebildschirm geguckt, also auf meinen Rechner. Wo mein Fernseher ein bisschen weit weg ist, die kleine Schrift dazu lesen. Na gut, aber gut, ja, gut, durch den Bonus halt ordentlich Geld, ne? 22.000, kann sich sehen lassen. Und auch mehr EP, was ich auch ganz gut finde. 13.000, das ist auch. Kann ich mit leben. Das heißt, in wahrscheinlich zwei Rennen haben wir dann den nächsten Wheelspin. So. Schnell gut. Die Fähigkeit haben wir nicht geschafft. Gut, aber das kann ich ja später nochmal machen. Also Rennen ist gewonnen, das ist ja auch schon mal was. Weil wir haben auch so gesehen bisher in Besandten Mountain alle Rennen gewonnen. Was dann auch so gesehen machen muss, aber gut. Ja, leider nur zwei Sterne. Macht nicht. So, was haben wir hier noch? Noch ein Querfeld, ein Rennen. Ich glaube, das ist ziemlich. Ich sag lieber nicht. Was haben wir hier noch? Noch ein Querfeld, ein Rennen. Das ist nicht gut. Haben wir Bergrennen, das können wir machen. Wir haben noch einige Rennen abzufahren. Als Fanrennen. Meisterschaften sowieso noch hinter E alle offen. Ich will ja, ups, erstmal die Fanrennen fertig machen. Wie viel haben wir eigentlich noch? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also jetzt noch 9, aber ich weiß, eine gefahren sind, aber noch 9 Stück. Das ist noch ordentlich was zu tun. Oh Gott, was haben wir? Kingmaker, was wir denn noch demnächst fahren werden. Wahrscheinlich in Folge 13 oder 14. Also, ich glaube, das ist geil. Das habe ich echt gut gemacht. Ja. Ich bin auch wunderbar gegen die Mauer gefahren. Oder gegen Bangnab, das kann ich auch sehr, sehr gut. Wie sieht der Wagen von innen aus? So mit Laptimer. Das ist cool. Achso, da war es ja schon. Solche Geschwindigkeit in Meilen. So, ist ja. Was ist das? 0T 60 CT 163. Was das heißen mag, ich habe keine Ahnung. Drehzahlmesser. Schaltanzeige. Ja. Film sieht man auch gar nicht bei dem Wetter. Oh Gott, Blizzard-Warnung. Und 35. Alter! 35 trifft oder Edelfähigkeiten, das ist viel. Morgen Blizzard. Ach komm, scheiß drauf. Wir machen jetzt mal Blizzard-Rennen. Wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Kann man auch nicht ändern. Man kann sich auch das Wetter auch nicht aussuchen beim echten Rennen. Wenn es regnet, dann regnet es. Wenn es schneit, dann schneit es. Und wenn ein Tornado ist, dann ist es halt Tornado. Okay, bei Tornado wird man nicht fahren. Aber. Obwohl, gibt es in Australien eigentlich viele Tornados? Ich weiß das gar nicht. Denkt man, da wird es einige Atomkatastrophen geben, vielleicht. Aber ob es Tornados gibt? Natürlich nicht so viel wie in den USA, weil da sind, glaube ich, die meisten auf der Welt. Aber wird sicherlich ab und zu auch mal welche geben. So, krieg Grip. Der Schnee ist halt nicht so nett. Alter, 35 Fähigkeiten davon. Wollte ich mich verarschen.
Sieht jetzt auf den ersten Blick nach mega viel aus. Okay, da war gar kein Griff. Geh doch mal weg hier. Ola. Fort auch. Ich will doch nach vorne kommen. So. Das ist gerade nicht so leicht zu fahren. Alter. So quasi diese wirklich. Danke. Direkt Vollgas geben. Hallo. Das ist mit der Wagen überhaupt nicht lustig. Ja, jetzt lenk doch mal, du. Kannst du die Kurve ruhig ein bisschen weiter innen fahren, mein Freund. Du musst dich nicht breit machen wie so ein LKW. Ja, das habe ich jetzt aber auch selbst gesehen. Ich habe es nur zu spät gesehen. Wir lenken schon zu spät war. Das ist auch noch ein Blizzard. Eieiei. Ja. Wollte der Wagen gerade abheben? Hab ich das richtig gesehen? Warum? Das ergibt doch physikalisch doch eigentlich keinen Sinn. Das erste werden, das wird, glaube ich, noch ziemlich schwer. Och komm. Ich weiß, das war knapp, aber eigentlich. Boah. Und Checkpoint ist echt ein bisschen schlimmer geworden als in der weisen Zeit. Da waren die noch ein bisschen offener, die Checkpoints. Dann auch so, dass man halt nicht wirklich jede Kurve extrem viel abkürzen konnte. Zumindest nicht immer. Die waren in der weisen Zeit auch noch ein bisschen großzügiger. Aber hier ist es halt so, du darfst wirklich nirgendwo, wirklich ab. Du musst die Strecke haargenau so fahren, wie es zum Spiel gedacht ist. Was anderes ist eigentlich nicht erlaubt. Erster werden, das sehe ich jetzt schon mal nicht. Der Wagen, der kommt einfach nicht aus dem Quark. Ich habe einfach zu viel Wheelspin dafür. Und auch bei dem Wetter. Da ist der Wagen nicht gebaut worden. Ja, fünfter. Nee, das ist. Also, Bacon, das war nicht für. Okay. Würde ich halt aber erst so? Alter. Der Bola, Bartok, Mini. Alles. Fahrzeug mit Allrad. Okay, der Ready Fighter hat vielleicht Allrad gehabt, weiß ich nicht. Und ist wahrscheinlich weiter vorne gestartet. Hat er nicht den ganzen Gegner am Weg. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Nicht gut gefahren, aber auch nicht gute Bedingungen für den Wagen. Weil er sich wirklich den Berg hoch gequält. Weil er einfach so wenig Grip. Und wird dabei so langsam der Wagen ist. Naja. Ein Stern. Ich finde mich gerade auch ein bisschen schlecht, dass ich nur einen Stern geholt habe. Das ist echt ein bisschen wenig. Mein fünfter Platz ist an sich jetzt so, ja, ist halt eine Ausnahme, aber ist halt mega kacke irgendwie. Gut. Versuchen wir mal. Das hier doch. Es ist hier eine normale Strecke, auf normalen Straßen. Sieht zumindest so aus. Das können wir mal fahren. Also, was ich auch noch sagen muss, war vorne weg. Jetzt habe ich auch die letzte, die letzte Löffelliste abgeschlossen. Wo ist die? Genau hier, mit dem Ford. Ich habe einfach mal die Lenkung auf normal gemacht. Habe das mehr als locker geschafft. Ich war einfach nur mit der Lenkung inkompetent, mit der Simulationslenkung. Das war noch ein bisschen komisch. Aber normaler Lenkung, ich habe das so easy gewonnen, also das war jetzt nicht schwer. Das war wirklich ein Kinderspiel. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Das ist hier um die Ecke, finde ich gut. Aber das Wetter, auf jeden Fall werden wir beim nächsten Rennen nicht mehr mit dem Blizzard fahren. Weil ich ja wenigstens zwei Sterne holen möchte. Sie haben ihr Ziel erreicht. So. 60.000 Fähigkeitenpunkte, das sollte machbar sein, aber wir entwerfen eine neue Veranstaltung. Genau, wir fahren nämlich am Nachmittag bei Heiter.
Weil ich absolut keinen Bock auf Blizzard. Ist cool, aber mit dem Wagen, nein, das. Da kann man nicht viel reisen. Zumindest kann ich da nicht viel reisen. Sonnenschein, das ist auch mal was Schönes. Und ich immer nur Schnee, Schnee, Schnee. Das über Schnee liegt ja auch schon. Wir müssen nicht noch Schnee von oben kommen lassen haben, tun. Ja. Punkt, ja. Ja. Da wird das atemberaubend. Ach, Scheiße. Gut, auf normalen Straßen. Ja gut, nur ist halt doch eine komplette Schneestrecke. So wie es jetzt aussieht. Und hier wieder gewinnen. Ich glaube, dass... Warte, nicht so breit. Und scheiß Schwag. Die Kulisse hier ist cool mit den ganzen Autos. Sieht schon echt gut aus. Auch so vielen coolen Autos. Ja, sorry, das muss erstmal sein. Ich will auch mal Erster werden. Ich hätte Strecke lieber andersrum gefahren. Ist ja eigentlich, glaube ich, besser gewesen. Und wir machen den Wagen nicht viel. Gewinnen, also sehe ich irgendwie doch hier im Rennen. Überlegt mir das schon wieder vorne. Ja. Aber ich wollte die Kette noch behalten. Weil es ein paar Punkte sind, die ich gerne haben würde. Würde ich jetzt da nicht zurückspulen. Batterien sind gleich leer, das ist nicht gut, aber jetzt muss ich dann hole ich jetzt schnell neue Batterien. Weil ich habe ja. Na gut, 1,5 Meter nehmen wir welche liegen. Das wird sogar ein 3-Sterne-Rennen werden. Also weiter halbwegs gut fahren, erst da bleiben, noch Fähigkeiten machen. Was hat die Prüfung oder so? Deswegen, dass es viele Punkte gab? Das ist gar nicht so genau. So. Abgeschlossen, perfekt. Jetzt noch Erster bleiben. Sogar wirklich mal eine gute Platzierung rausholen. Komisch, im letzten Rennen mit dem Blizzard waren wir so abgrundtief schlecht eigentlich. Aber hier können wir sogar ganz gut vorne bleiben. Hier geht die Podium aus. Scheiße. Ja, war doch schon wieder hinter mir, ey. Meine Güte. Ist doch überall. Aber zum Glück ist er noch hinter mir, also noch alles gut. Aber die Strecke ist cool, die mag ich. Aber halt am besten noch andersrum, dann wäre es nämlich noch geiler gewesen. So, sauberes Rennen. Komm, rum. Aber der Wallock sitzt mir echt. Lenk doch mal! Ah! Also ich lenke voll an und der Wagen, der denkt sich so, ach, um die Kurve rumkommen? Nee, heute nicht so. Naja. Was die Runde bringt, mega weit gerutscht. Oh Gott. Okay, noch wartet noch eine Chance, dass ich irgendwie einen großen Fehler mache. Ich hat keinen Fehler machen und nicht zurückspulen, aber trotzdem im Zurückfall. Weil viel knapper könnte es nämlich gar nicht sein hier mit uns beiden. Das haben wir so von Kurve zu Kurve abhängig. Mal ist er nah dran, weil was ich mal ist er 10 Meter hinter mir, mal ist er vielleicht 20, 30 Meter hinter mir. Nach 50, kann das schlecht einschätzen. Auf jeden Fall knapp ist gerade. Also seine Rundenzeit wird auf jeden Fall besser sein als meine beste. Dann gehe ich jetzt mal aus. Ja gut, aber ist auch dieser Wartung, ne? Der ist, glaube ich, auf der Strecke doch die besseren Karten. Ja. Da muss ich mal auch mal zurückspulen, ja. Mal so ein... Oh Gott. Vom Kinderwagen jetzt so quer? Das darf ich nicht. So, weil ich so quer da aufgekommen bin, ne? Auf den...
Die kleine Kuppe. Komm, gerade fahren. Danke. Ja, das war sogar relativ gut. Und dann gleich ist das Ziel erreicht. Ist auch dann gleich schon die Folge vorbei. Oder vor dem Rennen, glaube ich, bei 24 Minuten oder 25. Weiß es nicht mehr genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und damit ist auch dieses Rennen endet erklärt. Nochmal die Rundenzeit ein bisschen verbessert, glaube ich. Von 1,34er Zeit, oder? Ne, doch nur 1,35er, schade. Und ich habe es gesagt, er hat eine bessere Rundenzeit als ich. Aber auch nicht viel besser, sondern nur. Ja, 0,334 Sekunden. Hoffentlich richtig gerechnet. Ja, unsere Zeit war eigentlich auch sonst ganz gut. Waren die beiden besten mit Abstand. Das war so, keine 1,38er Zeit muss das sein. Ich glaube schon. Wir haben uns schon von der Masse ganz gut abgehoben. Na, siehst du. Wieder schön viel Geld, das gefällt mir. Der Wagen ist so schön vereist. Das sieht toll aus. Und die Reifen. Und sogar am Unterboden ist alles voll. Und ja, ein Wheelspin. 25.000 EP gab es dafür. Du Scheiße. So, wir können eine 650S kommen, den habe ich aber schon. Na gut, hätte auch 100.000 sein können, aber gut 20.000. Damit muss ich mich auch zufrieden geben. So. Damit brauchen wir noch 22 Sterne. Und das Design liken wir erstmal, weil es cool ist. 22 Sterne, bis wir quasi das Ziel des DLCs geschafft haben. Aber noch sind wir nicht der König von Desert Mountain, also haben noch ein paar Rennen zu tun. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit der heutigen Folge Forza Horizon Rap Desert Mountain. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge natürlich gefallen hat und dass wir uns auch hoffentlich in der nächsten Folge wiedersehen. Wenn wir wieder, denk mal, so zweite Rennen mit dem Wagen fahren werden. Gucken, wie es die Zeit erlaubt. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin raus und ciao.